verlassen. Wo sind Swain und Tova? Hey! Liebesbrief an Tova? Du hast mich verzaubert. Keine Nacht vergeht, in der ich nicht daran denke, neben dir aufzuwachen. Deinen verschlafenen Geist aus seinen Träumen zu kitzeln. Das Bild auf meiner Haut, das du mir gabst, ist gut verheilt. Doch was du in meinem Herzen hinterlassen hast, wird ohne dich nicht aufhören zu schmerzen. Ich vermisse dich und kann es nicht erwarten, dich wiederzusehen. Tovas Bildideen. Ach ja. Wo sind die? Hallo? Bild-Tattoo? Also ganz gut und toll. Und mit Ehre. Und immer schön episch. Ist also ganz einfach. Okay. Hallo? Tattoo? Mau? Warum dampft das? Will ich wissen, warum du dampfst? Nein, ich will es nicht wissen. Die abgehauen? Wo sind meine Tätowierer? Hast du sie gesehen? Den fürs Tattoo denn schon gebaut? Ja! So hatte ich den nämlich nicht gefunden. Ich war ja gerade in dem Haus von denen. Ich habe mich ja schon tätowieren lassen von denen. Aber die hat ja gerade gemeint so, wo sind die denn hin? Ja, weiß ich auch nicht. Das Haus ist leer. Sei gegrüßt, Eivor. Ja, hi. Wo war das? Ah, da! Puff, der neue Begleiterskin. Neuer Begleiterskin? Wir sind hier nicht. Wie gesagt, Rand, die sind nicht im Haus. Das hat die auch gerade gesagt. Jetzt sind sie weg und machen Party. Ich will auch Party machen. Hey, hallo, wie geht es dir? Na du? Na, na, kann ich dich streicheln? Nein? Schade. Warum nicht? Hi. Ich will auch Party. Macht die sich hier? Verzögerung und so, also meckern nicht. Mecker. Hast du gesagt, nachdem ich geschrieben hatte? Mecker. Aha, vielleicht haben sie mir einen Brief geschrieben. Provoziere mich weiter und ich stopfe dir das Maul mit deinem hässlichen Hut, Holmgeer. Erkennst du keine Handwerkskunst, wenn du sie siehst, Ruadan? Ich wurde den Hut gegen... Da ist ein neuer Brief für mich. Die Gigabyte für das Update WTF. Was ist neu? Ich weiß es nicht. Tierwurfs. Erkennst du keine Handwerkskunst, wenn du sie siehst? Brief von Cheolwulf. Eivor, ich bete, dieser Brief trifft dich und meinen Sohn wohlbehalten an. Cheolbert schrieb mir nun schon einige Male, häufig mit so haargenauen Schilderungen. Es ist, als wäre ich dort. Er bewundert dich, vertraut dir. Es wärmt mein Herz, zu wissen, dass er jemanden hat, zu dem er aufblickt. Ich weiß, du wirst seiner gerecht werden. Was mich betrifft, so habe ich mich gut in diese neue Rolle eingelebt. Mein Hof steht hinter mir und das Volk ist mir treu. Zum ersten Mal seit langem ist Mercia befriedet. Dank dir, König Cheowulf II. Geh jetzt bitte nach Hause. Ich
Ich kann warten. Och, ihr nervt. Was soll das geschrei? Eivor, Tür sei Dank. Ich habe laute Stimmen gehört. Wie gebaut, ich hatte nur zwei. Ne, ich hatte auch vier. Er hat mich bestohlen. Ich verlange, dass er bestraft wird. Stehlen ist ein starkes Wort. Stiehlt das Reh, wenn es aus dem Fluss trinkt? Bestiehlt die Krähe ein Feld, wenn sie das süße Gras frisst? Die Angelegenheit erfordert ein feinfühliges Urteil. Würdest du? Was? Ich hab dich aufgepasst. Natürlich. Nochmal von vorn. Bitte. Sieh an! Dir scheint keine Ausrede zu gering zu sein. Du kannst nicht von diesem Stuhl lassen, was? Okay, bin ich auf dem Sack. Er hätte sich besser, um in Sigurds Abwesenheit die Konflikte zu lösen. Vielleicht lässt du sie das selbst klären. Aber das würde bedeuten, etwas abzugeben, nicht wahr? Beginnt von vorn. Sagt mir, was passiert ist. Ich beginne. Also, dieser philisterhafte Sachse hat mich fälschlicherweise beschuldigt. Mit Philly, was? Machst du dich über mich lustig? Ruhe, bitte. Ich höre beide Seiten an und treffe eine Entscheidung über die Notwendigkeit einer Wiedergutmachung. Verstanden? Ruhe dann. Erzähl mir deine Sicht auf die Geschehnisse. Nun, da hätte ich schon längst geköpft, diesen. Oh, das würde ich so gerne tun. Nachbarn. Ich habe ihn oft dabei erwischt, wie er in meinem Stall Werkzeuge stahl. Auslieh. Holmger, lass ihn sprechen. Stehlen, ausleihen, es ist doch so. Ich habe ihm stets gestattet, zu nutzen, was er braucht. Ich bewundere eure nordische Großzügigkeit und wollte ihr gerecht werden. Aber heute Morgen hat Holmger meine Güte ausgereizt. Als ich den Stall zur Fütterung betrat, fehlte meiner schönsten, sanftmütigsten Stute der Schweif. Kein einziges Haar war mehr da. Ich schäme mich, es zu sagen, aber mein erster Verdacht führte mich zu Holmger. Und ich hatte recht. Denn als ich hinüberspähte, sah ich, wie er den in Farbe getränkten Schweif des Tieres in der Hand hielt und ihn über einen Stoffen. Ich malte, Huadan. Ich malte. Bei dir klingt das so primitiv. Siehst du? Diese ganze Überheblichkeit. Es wird Jahre dauern, bis Elfjifus Schweif wieder so lang ist. Ich verlange eine Wiedergutmachung. Ich verstehe. Hab Dank, Huadan. Holmger, erzähle mir deine Sicht. Eivor, du kennst mich seit Jahren als Skalde. Du hast gesehen, wie meine Gedichte den Menschen Freude und Weisheit bringen. Und du weißt, dass meine Arbeit eine gewisse, na sagen wir, Freiheit braucht. Ich brauche für meine Dichtkunst häufig seltene Dinge. So ist das nun mal. Und oft, wenn mir das nötige Werkzeug fehlt, muss ich etwas Neues probieren. Alves Gehstock, Tovas Farben. Man gab mir all das freigebig. Du hast meinem Pferd den Schweif für einen Pinsel abgeschnitten, du... Huadan? Nun, wie ich bereits ausgeführt habe, erkannte ich an diesem schicksalhaften Morgen, dass meine poetischen Bestrebungen einige wohlplatzierte Pinselstriche vertragen könnten. Ich dachte da an einen faserigen Ast, einen Stoff oder meine Hände. Aber nein, ich brauchte etwas Weicheres. Für den perfekten Pinsel brauchte ich das feine Haar eines gepflegten Pferdes. Und da kam mir eine bekannte Quelle in den Sinn. Du hast Elfjifus Schweif am Steiß abgeschnitten, ohne zu fragen. Es war früh am Morgen. Ich wollte dich nicht wecken. Vielen Dank, Holmger. Ich denke, ich verstehe deine Sicht. Die Gerichte waren schon sehr lustig. Ja, die ist... Wow. Und du bist genauso wie Sigurd, der Chef, und dann kommt er zu dir mit Ruhe und Ehre und so weiter. Dieser kann dann jetzt hier raus. Oh ja. Dann redet Sigurd immer von wir. Und dann kommt Dark und meint so, ja, Sigurd ist ja der Chef und Sigurd würde dich das nie entscheiden lassen und würde nie von wir reden. Ja doch, das tut er die ganze Zeit. Für den Borstenpinsel den kompletten Schweif abgeschnitten von dem Pferd. Es hätte doch ein bisschen von der Strähne gereicht. Spaß bei der Entscheidung, Dankeschön. Ja, du bist halt nur die Vertretung von Sigurd. Wenn Dark denkt, du machst das nicht so, wie Sigurd will, dann meint er das halt. Aber ich bin doch nicht die Vertretung. Sigurd redet doch immer von wir herrschen über die Stadt. Ich denke, ich habe genug gehört. Wenn ihr bitte... Mein Pferd sieht grässlich aus. Hey. Es ist kaum ansehnlicher als ein Esel.
Du musst etwas unternehmen. Verwechsle Haar nicht mit Schönheit, Ruadan. Sie strahlt noch immer. Elfjifus Haar wird bald nachgewachsen sein. Ruhe, alle beide. Hör zu. Ruadan hat das Pferd gehört und Holmgeier hat abgeschnitten, ne? Holmgeier, Ruadan ist eindeutig im Recht. Du hast den Schweif abgeschnitten, ohne um Erlaubnis zu bitten. Geliehen, geliehen. Da er nachwachsen wird, ist es doch ein Verbrechen ohne Geschädigten. Es wurden gleich zwei geschädigt, Holmgeier. Du hast genommen, ohne zu fragen. Und das ist nicht hinnehmbar. Da sein Pferd nun weniger wert ist, wirst du Ruadan das erstatten, was er dafür bekommen hätte. Aber er wollte es nicht verkaufen. Gib es zu, Ruadan. Meine Entscheidung ist endgültig. Begleicht deine Schuld und begegnet euch morgen als Freunde. Und darf ich dann das Pferd behalten? Bezahl den Mann, dann ist die Sache erledigt. Ruhe dann. Ist das genug? Ja. Vielen Dank, Eivor. Gut. Dann lassen wir die Sache mit Tyrs Segen ruhen. Wir sind fertig. Kehrt in Frieden nach Hause zurück. Erlaubst du mir, dich mit einem farbenfrohen Bild zu entlohnen? Immerhin hast du zu seiner Entstehung beigetragen. Auf keinen Fall. Silber ist das Einzige, was ich von dir sehen möchte. Komm, redet weiter. Zuhören. Berg ist halt das linke Ei von Sigmund oder so und bildet sich ein, deshalb was zu sagen zu haben. Oh, jetzt meine Tätowierer! Mann! Eine Runde pennen, vielleicht sind sie dann da. Ich zweifle das zwar, aber hey. Guten Morgen. Miau. Linkes Ei ist noch viel zu gut für Dark. Eher der Kakao von Sigmund. Hey. Immer noch nicht da? Mist. Mist. Bestimmt entführt. Bestimmt entführt. Du schon wieder hier? Wolf, wo ist mein Tätowierer? Hast du ihn gegessen? Hast du? Hast du? Hast du? Nein, hast du nicht. Ew. Überblicke das Land, Freundin. Ups, nein, das meinte ich nicht.
Karten machen. Das ist ein Pivo von Getreide. Ach, die Hütte der Seherin, ja, ist okay. Alvis und Holmgeier, okay, nein. Schickes Schiff. Wem das wohl gehört? Sollten hier nicht eigentlich auch mal Häuser? Also Wohnhäuser? Hier hinten? Ich frage mich, ob es überhaupt jemanden gibt, der Dark mag. den schon irgendwo stehen? Ich weiß es nicht. Hier noch ein Blaudrachen. Hey! Salve, Eivor! Wir wurden noch nicht vorgestellt. Ich bin Octavian Claudius Britannicus, ein Sammler römischer Relikte. Ah! Das ist mal ein Name. Wenn du dich fragst, was ich der Siedlung biete, brauchst du nur auf das größte Imperium zu blicken, das die Welt je kannte. Ja, ich habe ihre großen Trümmerstätten gesehen. Immer beeindruckend. Aber du hast sie noch nie in ihrer alten Pracht gesehen. Und das kann ich ändern. Natürlich brauche ich einen Ort für meine Sammlung. Ich baue dir etwas, sobald ich kann. Hab Geduld. Nacht, Envious, schlaf gut. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Träum schön. Zum nächsten Mal. Ich mag Doug auch nicht und ich werde ihn auch nicht mehr mögen, egal was bei mir noch passiert, aber seine Stimme zählt halt trotzdem und er tut das, was er tut, aus dem Glauben heraus, dass es das Richtige ist. Ja, gut. Hey, schickes Haus! Wo ist mein Tätowierer? Krummel. Der kann doch nicht einfach abhauen! Oh mein Gott, er wurde rausgepatcht. Ich schmeiß mit Poppen um mich. Wer bist du? Ach, du bist's. Nee, dich mal. Grüße. Ja, hi. Muss ich doch mal aus dem Dorf und die Umgebung nehmen. Ich glaube nicht, dass die dann wieder da sind. Ich glaube, das ist eine Quest oder so. Geheim. Wenn ich nichts wissen soll. Ich glaube, sonst würde die das halt nicht extra erwähnen. Dass die ja nicht da sind. Ist, wie auch immer. Ich weiß halt, wo er ist, will aber nicht spoilern. Oha.
Also er ist auf jeden Fall nicht in seinem Haus. Hui! Rutschparty! Pures Rutsch! Schade. Stellt euch hervor, hier wäre Schnee. Essen? Juhu! Was ist das? Hallo! Statue. Tova, was macht sie hier? Wer, wie, wo, was? Wo? Ach, da! Tova. Gefunden! Eivor, es ist Svein. Er starb, als ich fort war. Tova. Tut mir leid, dass ich auch nicht hier war. Niemand war hier. Am Morgen wollten wir Teglas Fässer einbrennen und sprachen noch über unser Abendessen. Als ich ihn abholen wollte, lag er in seinem Bett. Ich dachte, er schläft, doch er war schon von uns gegangen. Ich bin sicher, er ging in Frieden. Aber er hatte noch große Pläne, so viel zu erledigen. Er hatte noch so viel vor. Sein Tod war so nutzlos. Nicht wie in unseren Geschichten. Jetzt hör auf zu meckern, er war ein guter Mann. Hey. Welche Geschichten meinst du? Wenn wir Geschichten der Alten und Weisen erzählen, schwebt über ihnen diese zufriedene Ruhe. Sie wissen, dass ihr Ende gekommen ist. Und sie sind bereit. Svein war nicht bereit. Ich war noch nicht bereit dafür. Er wollte mir noch vieles beibringen. Ich wollte noch mehr lernen. Jeder sieht mich an, als könnte ich einfach seine Arbeit weiterführen. Als wäre nichts geschehen. Weil sie es nicht wissen. Sie wissen nicht, dass ich nicht bereit bin. Das Leben verlangt manchmal mehr von uns, als wir zu geben bereit sind. Wir können nur unser Bestes tun. Ich war nicht bereit, meine Eltern zu verlieren. Und doch wurden sie mir in einem Augenblick genommen. Ich hielt durch, weil ich leben wollte. Das muss hart gewesen sein. Aber du bist so stark, so entschlossen. Jemand anderes hätte sich vielleicht besser geschlagen oder schlechter. Doch das ist mein Schicksal. Also nehme ich es an. Ich weiß, dass Svein an dich geglaubt hat, an dein Können. Glaubst du auch an ihn? Vertraust du ihm? Er war der geschickteste Künstler, den ich je kannte. Und er wählte dich. Ob du an der Aufgabe wächst oder sie ablehnst, ist deine Entscheidung. Aber vergiss nie, dass er an dich glaubte. Vielen Dank, Eivor. Ich muss nach Hause. Sei stark, Tova. Vergiss nicht, dass wir dich schätzen. Du hast Tova viel beigebracht. Durch sie lebst du weiter. Wenn ich meine Augen schließe, Svein, sehe ich deine Entwürfe auf den Armen der Götter. Verzeih, dass ich nicht hier war, um dich zu verabschieden, alter Freund. Du hast Tova viel beigebracht. Durch sie lebst du weiter. So, jetzt aber gute Nacht zusammen. Ich schlafe jetzt mal, bevor mir das Handy ein zweites Mal ins Gesicht klatscht, weil ich weg bin. Entschuldigung. Ich mache aber auch gleich aus. Gute Nacht, Fran. Ich will schneller laufen. Ich will mich tätowieren. Trinken. Oha. So. Ich hab getrunken.
Ich rede dann mal noch mal eine Runde mit Randvi. So ein guter Junge. Ihr seid braver Junge, so ein guter Junge. Papp, papp.